Und der letzte Kongruenzsatz, wir sind schon am Ende, Seite, Seite, Winkel, und zwar der Winkel, der größer ist, heißt hier. Ich werde euch gleich zeigen, was das bedeutet. Wir haben hier eine Seite gegeben, zwei Seiten gegeben und ein Winkel. Das kennen wir schon, SWS. Damals war aber der Winkel quasi eingeschlossen von den beiden Seiten, oder die beiden Seiten waren die Schenkel des Winkels. Dieses Mal ist es so, dass ein anderer Winkel gegeben ist, und da gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder liegt der Winkel, der gegeben ist, der größeren Seite gegenüber. In dem Fall ist es also Beta, liegt der größeren Seite B gegenüber. Oder man hätte auch den Winkel Gamma angeben können. Der wäre dann der kleineren Seite gegenüber gelegen. Das funktioniert aber nicht. Wenn ich der kleineren Seite der Winkel gegeben ist, dann kann ich es nicht konstruieren. Da werden wir noch später eine Aufgabe entdecken, was dann passiert, wenn man diese kleinere Seite gegeben hat. Also es gibt jetzt eben noch die zweite Möglichkeit, dass ein Winkel mit zwei Seiten gegeben ist. Dann aber muss der Winkel gegeben sein, der der größeren gegebenen Seite gegenüber liegt. Ja, das war viel, vielleicht einfach nochmal auf Pause drücken und zurück und nochmal sich anhören. Jetzt werdet ihr wieder aktiv. Das heißt, ihr habt hier die drei Größen gegeben und ihr sollt jetzt das Ganze zeichnen. Das heißt, dass ein deckungsgleiches, eindeutig definiertes oder eindeutig zu erkennendes Dreieck konstruiert werden kann. Zirkel und Geodreieck sind in dem Fall erlaubt. In dem Fall jetzt auf Pause drücken. Wirklich auf Pause drücken. Und weiter geht's in 3, 2, 1. Jetzt werde ich euch zeigen, wie es geht. Ja, als erstes habe ich einfach die Seite AB gezeichnet. Hier. Problem ist nämlich, wenn ich die Seite AC zuerst zeichne, dann kann ich zwar noch einen Kreis um A machen. Problem, wenn wir hier aber nochmal kurz in die Planfigur gucken, den Winkel Beta kann ich nirgendwo antragen. Ich weiß ja nicht, wie groß Alpha und Gamma ist. Und wenn ich die Seite 5 cm, also die Seite B hier zeichne, dann habe ich ein Problem, dann komme ich eben nicht weiter, weil ich den Winkel Beta nicht dazu zeichnen kann. Also habe ich die Seite C gezeichnet mit 4 cm, habe dann die Halbgerade hier angetragen mit 40 Grad und einen Kreis um A gemacht mit 5 cm Länge. Und damit gibt es den Schnittpunkt bei C. Überprüfen könnt ihr, indem ihr schaut, ob die Seite A 7,4 cm lang ist. Dann nämlich sollte das Ganze funktioniert haben. Was haben wir jetzt also gelernt? Wir kennen vier verschiedene Kongruenzsätze. SSS, WSW, SWS, SSWG. Das sind die vier. Was nicht funktioniert, ist SSWK, also wenn der kleinere Winkel gegenüber liegt oder gegeben ist. Und was auch nicht funktioniert, ist WWW, das ist World Wide Web, aber beim Kongruenzsätze wäre es Winkel, Winkel, Winkel. Ich kann nicht mit nur drei Winkelmaßen ein Dreieck zeichnen, mir fehlt irgendeine Seite, mit der ich anfangen kann. Mit diesen vier Kongruenzsätzen können wir jetzt quasi jedes Dreieck bestimmen oder jedes Dreieck konstruieren, das drei Größen gegeben hat. Das war's, bis zur nächsten Stunde.